Liebe Freundinnen und Freunde, als Bewohnerin der Großregion lebe ich in einem Teil unseres schönen Bundeslandes, der neben den vielen wichtigen grünen Themen, die bereits von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern angesprochen wurden, einige ganz besondere Herausforderungen in sich trägt. Wir in Trier und in Trier-Saarburg leben mitten im Schengen-Raum. Wir überqueren die Grenzen für Ausbildung, Arbeit, Freizeit und Wohnen. Wir leben so eng verbunden mit den Nachbarinnen aus Luxemburg, Frankreich und Belgien, dass wir die Grenzen als solche gar nicht mehr wahrnehmen. Wir leben Europa, wie wir Grüne uns das wünschen. Wir lassen uns das freie Europa nicht nehmen. Die Corona-Maßnahme Grenzschließung hat aufgezeigt, wie schnell unser europäisches Leben zu Ende sein kann. Persönliche Kontakte der Menschen, die sonst eng verbunden sind, waren über Wochen hinweg kaum noch möglich. Und mit der Einstufung des Landes Luxemburg als Risikogebiet, die erst diese Woche wieder aufgehoben wurde, drohte erneut eine Abschottung. So weit darf es nie mehr kommen. Wir dürfen die europäischen Errungenschaften nicht aufs Spiel setzen. Die Grenzen müssen offen bleiben. Auf Landesebene müssen wir uns dafür einsetzen, dass nicht über unsere Köpfe hinweg von Seehofer Maßnahmen ergriffen werden, die unseren BewohnerInnen massiv schaden. Wo war Malu Dreyer, als die Grenzen plötzlich zu waren? Sie war abgetaucht, stumm, sprachlos. Wir müssen das Sprachrohr sein, unserer Grenzregion. Es wird jetzt schon schwer genug werden, das Vertrauen, das verloren gegangen ist in den letzten Wochen, wiederherzustellen. Wir in Trier und in Trier-Saarburg, wir sind nicht der Norden von Rheinland-Pfalz, nicht der Süden, wir sind der Westen. Und da ich sehr viel Bahn fahre, fühle ich mich am Ziel meiner Reisen angekommen, oft wie im Wilden Westen. Weit, weit weg. Unsere Region ist weit weg von der Landeshauptstadt. Und umso wichtiger ist es, dass wir in Zukunft auch endlich wieder im Landtag vertreten sind. Und dass es vor Ort nicht nur Abgeordnete gibt von CDU, SPD und leider AfD. Wir müssen auch unseren Wählerinnen im Westen zeigen, dass wir sie in Mainz vertreten. Wir, die in der Großregion leben. Ich spreche heute hier zu euch als Fraktionsvorsitzende der stärksten 16-köpfigen Fraktion in Trier, als Direktkandidatin, die gegen Malu Dreyer antritt, als Trägerin des A-Votums des Kreisverbands Trier und des Votums des Kreisverbands Trier-Saarburg. Mir war es sehr, sehr wichtig, nicht nur die Kandidatin der Stadt zu sein, sondern auch des umgebenden Landkreises. Denn so wie in der Großregion unser Leben nicht von Landesgrenzen bestimmt ist, so gibt es bei uns auch keine Grenze zwischen Stadt und Land. Menschen, die in Städten arbeiten und auf dem Land leben, brauchen attraktive Mobilitätsangebote, damit die Städte nicht in Lärm und Luftverschmutzung versinken und die Menschen auf dem Land nicht länger gezwungen sind, ein eigenes Auto besitzen zu müssen. Anstatt bei Gewerbeansiedlungen nach dem Kirchturmprinzip zu agieren, müssen wir regional denken, weil wir es sonst nie schaffen werden, aus dem Kreislauf des Ressourcenfraßes herauszukommen. Wenn wir den Flächenverbrauch endlich reduzieren wollen, die Biodiversität schützen, dann brauchen wir Konzepte, die nicht an der Grenze von Kommunen aufhören. Als Geografin habe ich mich im Studium intensiv auch mit Fragen der Raumordnung beschäftigt und ich sehe einige sehr, sehr große Herausforderungen auf unser Land Rheinland-Pfalz zukommen. Da wäre zum einen der Flughafen Hahn. Einige von euch haben es vielleicht gelesen, dem wird momentan gar keine gute Zukunft mehr vorausgesagt. Daneben die Airbase Spangdahlem. Wenn das Pentagon wirklich dabei bleibt, die US Army dort abzuziehen, dann gibt es eine riesige Konversionsaufgabe im Raum Bitburg, die auf uns zukommt. Wir werden dort Wirtschafts- und Mobilitätskonzepte entwickeln müssen, die mit unseren Klimaschutzzielen, die viele meiner Vorrednerinnen angeführt haben, im Einklang stehen. Wir dürfen die Konversionsflächen nicht zu reinen Siedlungen verkommen lassen, denen es ansonsten an Infrastruktur fehlt. Sowohl der Hahn als auch Spangdahlem werden auf die raumordnerische und sicher auch finanzielle Unterstützung des Landes angewiesen sein, um die Phase der Transformation erfolgreich zu durchlaufen. Wir als Land Rheinland-Pfalz müssen uns zudem dafür einsetzen, dass mit dem Abzug der US Army aus Spangdahlem auch die Atomwaffen aus Büchel endlich der Vergangenheit angehören. Wäre es nicht ein toller Erfolg für all diejenigen unter uns, für die urgrüne Bewegung, die seit Jahren, Jahr für Jahr in Büchel demonstrieren geht, wenn durch diese Entscheidung des Pentagons endlich auch die Atomwaffenfreiheit in Büchel in der Region erreicht werden könnte. Atomwaffen, US Army, Themen, die im Land Auswirkungen haben, auch wenn sie auf ganz anderen Ebenen entschieden werden. Wer entscheidet was? Für viele Menschen ist das gerade auf der Ebene Bundesland ganz, ganz schwer nachzuvollziehen. Wir müssen daran arbeiten, dass wir ganz transparent darstellen, wer was entscheidet und warum wir was entscheiden.
damit die Politikverdrossenheit nicht weiter wächst. Unsere Demokratie ist ein hohes Gut, ein Gut, um das wir weltweit beneidet werden. Wir müssen es schützen, wir müssen widersprechen, wenn blau-braune Propaganda ihre Propaganda verbreiten. Wir müssen widersprechen und wir müssen aufzeigen, dass wir Lösungen anbieten können. Wir müssen die Menschen mitnehmen auf dem Weg zu unseren grünen Lösungen, um unsere Ziele gemeinsam zu erreichen. Liebe Freundinnen, seit Jahren haben wir in Trier nun hervorragende grüne Wahlergebnisse. Wir sind eine grüne Hochburg in Rheinland-Pfalz. 2019 wurden wir für unseren vom kompletten Kreisverband sehr engagiert gefühlten Wahlkampf mit dem zweitbesten Kommunalwahlergebnis in Rheinland-Pfalz belohnt. Wir haben in Trier ein großes grünes Wählerpotenzial und wir haben die Chance, durch die Kombination von Listenplatz und Direktkandidatin Stimmen von unserer Ministerpräsidentin abzuziehen und damit unsere grüne Verhandlungsposition nach der Wahl deutlich zu verbessern. Mir ist es wichtig, dass wir bei dieser Listenaufstellung einen Mix erreichen von verschiedenen Persönlichkeiten, Themenschwerpunkten und regionaler Herkunft. Denn je gemischter und vielfältiger wir sind, desto mehr WählerInnen werden sich durch unsere Kandidatinnen auch angesprochen fühlen. In 16 Jahren grüner Kommunalpolitik habe ich inzwischen viele Themenfelder bearbeitet. Mobilität, Umwelt, Stadtentwicklung, Haushalt, um nur einige zu nennen. Und beruflich unterwegs bin ich im Bildungsbereich, bin Schulentwicklungsplanerin. Ich würde sehr, sehr gerne die nächste Landtagsfraktion mit meinem interdisziplinären Blick und meiner kommunalpolitischen Erfahrung bereichern. Und deswegen bitte ich euch um eure Stimme und eure Unterstützung für meine Kandidatur hier und heute auf Platz 9. Vielen Dank.